Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbricht. Heute schauen wir auf Jakob. In der Schule, im Lateinunterricht, hat mein Lehrer immer wieder gesagt zu den Schülern, wo jetzt das mit Latein gerade nicht so gut lief: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Damit wollte er nur sagen, setz dich auf den Hosenboden und lern. Mit Gottvertrauen hatte das nicht so viel zu tun, auch wenn wir immer das Vaterunser lateinisch auswendig zusammen beten. Naja, auswendig gesagt haben am Anfang der Stunde morgens. Ein Mensch, der immer wieder sich selbst geholfen hat in der Bibel, das war Jakob. Man könnte sagen, er hat nicht nur sich selbst geholfen, er hat auch gerne Gott geholfen, dass die Prophezeiungen, die er ausgesprochen hat, auch wirklich wahr werden könnte. Ein Mann, der von Fiasko sich gehangelt hat, der schon im Mutterleib sich an seinen Bruder gehangelt hat und so an der Ferse des Bruders hängend aus dem Mutterleib gekommen ist. Ein Mann, der moralisch nicht so ganz einwandfrei durchs Leben gegangen ist, der hat sich ja bekanntermaßen das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder erschlichen gegen eine Linsensuppe, der das, hungrig hier war, als nicht so sehr wichtig erachtet hat. Vielleicht, weil er wusste, der Esau, dass das Entscheidende ja schließlich der Segen sein würde, der noch zum Erstgeburtsrecht dazukommen muss, um in volle Wirkung zu entfalten. Aber auch da hat er seinen Bruder unterschätzt und auch seine Mutter, die ebenfalls gerne mitgeholfen hat, Gottes Verheißungen zu erfüllen. Aber so war es und Jakob hat auch seinen Vater betrogen, als es darum ging, dieses Erstgeburtsrecht zu bekommen. Er bekam es. Damit war allerdings seine Lebensgrundlage nicht gesichert, denn nun stand erbitterte Feindschaft an zwischen ihm und seinem Bruder. Feindschaft aufgrund des Betrugs, aufgrund der Sünde, die er nicht bereut hat. Und so zieht er also los wieder in die Heimat seiner Vorfahren, um dort eine Frau zu finden, kommt diesmal eben nicht mit viel Gold und Geld für die Brautwerbung, so ist er auf dem Weg. Und genau auf diesem Weg hat er eine Gotteserfahrung, nachts, im Traum, eine offene Vision, wie auch immer. Eine Gotteserfahrung, wo er wusste, das war nicht von dieser Welt. Er sah eine Himmelsleiter, vielleicht eine Himmelstreppe, wie auch immer das Bild genau war, was er gesehen hat, wissen wir nicht. Auf dieser Treppe war der Zugang zu Gott. Himmlische Wesen haben sich dort rauf und runter bewegt. Er wusste, er wird gesegnet. Er wusste, es bleibt dabei. Gottes Segen geht mit. Und er hat sich dann auch nicht gescheut zu sagen, wenn du Gott mich wirklich beschützt, dann bist du auch wirklich mein Gott. Also zu dieser Gotteserfahrung noch einen kleinen Deal oben drauf gepackt. Aber auch mit der Bereitschaft zu sagen, wenn das so ist, dann gebe ich auch gerne 10% meiner Einkünfte für Gott. Hatte er kein Problem mit. Diese Gottesleiter, das ist der Ort, wo sich der Himmel öffnet für die Erde. Er hat sich in Jesus Christus geöffnet und so wird dieses Bild der Gottesleiter im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 51 aufgegriffen, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen. Herabfahren über den Menschensohn, über Jesus Christus. Jakob baut sich an diesem Ort ein Steinmal
um sich an diese Zusage zu erinnern. Er verspricht Gott 10% seiner Einkünfte. Und so ist meine Herausforderung heute. Lies 1. Buch Mose, Kapitel 28, die Verse 10 bis 22. Und rufe dir in Erinnerung, was du in deinem Leben Außergewöhnliches, Besonderes, ja Merkwürdiges erlebt hast, dass du das schade wäre zu vergessen. Etwas, wofür du heute Gott Danke sagen kannst. Etwas, wo vielleicht sich der Himmel aufgetan hatte in diesem Moment. Und die zweite Herausforderung, ja, wenn du vielleicht nicht gerade 10% deines Einkommens deiner Gemeinde geben möchtest. In Dilbrecht haben wir die Möglichkeit, dass du mit 10 Euro anfängst. Mit 10 Euro, wir suchen 100 Personen, die 10 Euro monatlich geben, damit die Gemeindearbeit auch langfristig stabil laufen kann. Da freuen wir uns sehr, wenn du diese Herausforderung auch annehmen würdest. Sei behütet und gesegnet. Shalom, der Friede Gottes, der auch deinen Körper bewahrt. Dieser Shalom sei mit dir. Amen.